Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Brian Wesinger und ich bin heute hier wieder mit dem Alex vom Futurespin Shop hier aus Nürnberg. Und wir testen heute für euch das neue Hugo Calarano Holz. Ich bin sehr gespannt. Großer Name. Mal sehen, ob das Holz auch so gut ist. Genau, ich teste das Holz mit meinem eigenen Belägen, damit das Ganze auch wirklich zusammenpasst. Seit wann ist jetzt auf dem Markt das Holz, Alex? Seit circa einem Monat kann man das bestellen. Ein Monat? Okay, alles klar. Genau, wir vergleichen dann auch noch das Holz mit unseren Hölzern. Ich spiele das Linja auch von Ando, das ist ja von Exium. Das CI vielleicht noch dazu sagen. Genau. Das gibt es nämlich auch als CO-Variante und der Boeing spielt das als CI-Variante. Genau, und dein Holz noch. Ja. Genau, und ich werde es vergleichen mit meinem Holz, was ich spiele. Das ist das Treiber CO. Ja, auch von Andro. Genau. Gleichzeitig testen wir heute auch noch die Donik-Beläge, der Blue Grip. Genau, haben einige gefragt, die Blue Grip Hybrid-Beläge werden wir nachher auch mal testen. Genau, das Ganze seht ihr dann jedoch im nächsten Video, im nächsten Review-Video. Deswegen gebt dem Kanal gleich ein Abo, Daumen nach oben auf für das Video. Und dann eben, dass ihr das beim nächsten Video, die Donik-Beläge auch einfach mitbekommt, wie wir die finden. Und jetzt aber viel Spaß mit dem Video zum Hugo Calarano Holz. Haben wir die Sachen ausgiebig getestet. Jetzt hier das Hugo Calarano Holz habe ich gerade in der Hand. Bevor wir so ein bisschen erzählen, wie so unsere Wahrnehmung war, wollen wir erstmal kurz klären, was so eigentlich wir erwartet haben von dem Holz oder was Exium dazu gesagt hat eigentlich. Kannst du dazu was sagen, Alex? Also das Holz heißt ja Calarano Sal oder SAL. Das SAL steht für Super Arylite Faser. Mhm. Und genau, in der Beschreibung für das Holz zu dem Holz steht, dass das ein Vollholz-Feeling hat. Also ist zwar eine Kunstfaser mit drin, aber es soll so ein bisschen den ganz schnellen Belegen entgegenwirken und soll eher ein Holz sein, was Kontrolle vermittelt für die ganzen schnellen Belege.
Also eher für welche Spielergruppe eigentlich eher geeignet so, oder? Eigentlich kann man so gar nicht sagen, obwohl es natürlich vom Preis her eher für die oberen Spieler, also für die oberen Ligen angesiedelt ist, wahrscheinlich ist es trotzdem eigentlich ein Holz für jedermann, weil es trotzdem mehr Kontrolle hat als zum Beispiel unsere beiden Hölzer, die wir im Vergleich dazu getestet haben. Ich spiele das Treiber CO-Holz mit einer außenliegenden Carbonfaser und der Bojan spielt das Ligner CI mit einer innenliegenden Carbonfaser. Und ich würde sagen, das Holz hat mehr Kontrolle als beide Hölzer. Ja, oder was sagst du? Zustimmen. Mhm. Ja. Auch bei mir vor allem die Rückhand habe ich da gemerkt. So, vorne ist eigentlich relativ sicher, bei der Rückhand kommt man ein bisschen leichter rein. Ja, einfach, ich glaube, man braucht halt immer ein bisschen, also allgemein, wenn man ein Holz oder Beläge testet, also sollte man sich, denke ich, da ein bisschen Zeit geben, deswegen haben wir es auch ein bisschen länger jetzt getestet hier. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben es mit deinen Belägen getestet, ja. Mit dem Rasanta 47. Auch in der Beschreibung von dem Holz steht, es soll den ganz schnellen Belägen ein bisschen entgegenwirken, also dass man, weil die Belege in den letzten Jahren immer schneller geworden sind, haben sie jetzt mal ein Holz rausgebracht, was zwar eine Kunstfaser mit drin hat, aber trotzdem ausreichend Kontrolle hat. Ja. Und das, denke ich, hat es auf jeden Fall erfüllt. Was gibt es noch so für wichtige Sachen, die man zum Holz sagen soll? Was vielleicht wichtig ist, dass der Hugo Calderano selber früher selber eigentlich nur ausschließlich Vollhölzer gespielt hat. Und deswegen sollte das Holz auch so nah wie möglich an ein Vollholz rankommen. Ich habe gehört, er spielt das Holz gar nicht. Was weißt du darüber? Soviel ich weiß, steht ein anderes Calderano-Holz in den Startlöchern, was wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommen wird. Ja. Das Holz ist auch limitiert auf 3000 Stück, so viel ich weiß. Und genau, also es wird wahrscheinlich bald ein anderes geben noch. Das wird er dann wahrscheinlich auch selber spielen. Ja. Aber er hat da trotzdem mit dran entwickelt und eben, dass es so nah wie möglich an so ein Vollholz rankommt und trotzdem die Vorzüge von einer Carbonfaser oder einer Kunstfaser hat. Ja. Genau, ich habe nämlich auf Instagram ein paar Nachrichten bekommen, als wir gesagt haben, wir testen das Holz. Ja, nicht mal Hugo Calderano spielt das Holz, ein bisschen abwertend die Kommentare, was aber im Endeffekt keine Rolle spielen sollte, meiner Meinung nach, weil das ist nur der Name von dem Holz und Calderano war Nummer 8 der Welt oder war zumindest auf jeden Fall potenzieller Top 5 vielleicht sogar Spieler. Ich bin mir sicher, wenn du das Video schaust, bist du nicht in der Top 10, außer du heißt Timo Boll oder Dimitri Ovtchov, wovon ich nicht ausgehe. Deswegen ist es völlig egal, ob jetzt der Calderano auch wirklich das Holz spielt oder nicht spielt. Ja, weil probiert das Holz einfach aus. Ja. Also ich denke, man kann es sowohl als unterklassiger Spieler spielen, wenn man eher kontrollierte Belege drauf spielt, weil ich glaube, das ist sogar mit auf Minus angegeben. Mhm. Also keine Angst, auch mit so einem Hexabelag oder Vega X. Viele im Internet schreiben, dass der Vega X da sehr gut dazu passt. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, wenn man den in 1,8 oder sowas da drauf spielt, hat man, glaube ich, ganz gute Kontrolle trotzdem. Und mit so Belegen, was wir jetzt da drauf getestet haben, also klar, bisschen langsamer als die zwei Hölzer, aber war ausreichend vom Tempo, denke ich. Genau, was ich noch extra gespielt habe, war die Übung mit der Ecke, weil mir immer wichtig ist, der Wechsel von Mitte zu Außen, weil ich auch immer ein bisschen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, in einer anderen Schlägerhaltung spielen, Rückhand und Vornball. Rückhand vorn Griff. Genau, Rückhand vorn Griff. Und dann hier ist mir ganz wichtig beim Holz, dass es halt gut in der Hand liegt, dass ich hier möglichst schnell wechseln kann. Was eigentlich auch ganz gut ging, ist natürlich auch ein bisschen an dem Griff geschuldet, ne, gerade Griff. So, aber trotzdem liegt da jedes Holz ein bisschen anders in der Hand. Ich glaube, es hat eher dünne Griffschalen, oder? Also, gefühlt eben ein bisschen dünner, wobei das Ligner sehr, sehr dünn hat. Das ist auch ein anderes Holzmaterial, so ein bisschen. Also, wenn ihr das mal in der Hand hattet, das liegt einfach anders in der Hand. Und fühle mich damit ganz wohl. Deswegen, Verarbeitung wenn ich zum Beispiel persönlich wechsle, dann müsst ihr auch auf solche Dinge achten, ja, wenn euch solche Dinge wichtig sind. Weil vielleicht ist das Holz sogar besser für euch, ja, aber es liegt vielleicht nicht so gut in der Hand oder eben andere Faktoren. Deswegen solltet ihr da immer das Ganze im Blick behalten. Wir haben in unserem Match, wir haben das so aufgeteilt, ich habe bis zum 5. Punkt mit dem Holz gespielt und dann haben wir Schläger gewechselt. Ich habe danach mit meinem Schläger weitergespielt und habe dem Bojan dann das Calderano-Holz gegeben. Weil wir nur eins davon hatten. Genau, weil wir nur eins als Testholz hier hatten. Genau. Vielleicht noch eine andere Sache, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das letzte Mal kam die Frage auf, wo es die Shirts gibt, die wir dran haben. Wir haben beide jetzt Mizuno-Shirts dran. Ja. Ich habe eins mit so einem Baumwollstoff, du hast eher Polyester mit dran. Gibt es bei uns auf der Homepage www.futurespin.de. Schaut mal vorbei. Eigentlich kann man da querbeet alle Mizuno-Shirts
Ich glaube, die kosten alle zwischen 20 und 25 Euro. Ja. Also denke ich für die Qualität ein guter Preis. Finde ich auch ganz cool. Also ob ihr jetzt irgendwelche anderen Shirts nehmt oder die, ist natürlich euch überlassen. Aber bei mir ist so, ich mag das nicht so mit dem Kragen. Hm. Und ich laufe nicht so gerne mit T-Shirts rum, die jeder hat. Ja. Und genau, ist mal eine schöne Abwechslung zu den ganzen Tischtennismarken, die auf dem Markt so kursieren. Genau. Aber jetzt erstmal noch viel Spaß mit dem Match-Video. War wieder eine enge Kiste. Ist eigentlich Standard. Mal wieder. Ich. Und genau, schreibt in die Kommentare, welche Beläge oder Hölzer wir in Zukunft testen sollen. Gerade in der Sommerpause nehmen wir uns ja gerne ein bisschen Zeit und vergleichen vielleicht auch das eine oder andere miteinander. Und ansonsten, wie schon aus den vergangenen Videos, schaut auf futurespin.de vorbei für ja, irgendwelche Beläge oder Hölzer, die ihr oder auch eben Klamotten, die ihr kaufen wollt. Oder auf bohrenbesinger.de, wenn ihr oder einfach die Links in der Beschreibung abchecken, wenn ihr im Tischtennis wirklich erfolgreich sein wollt und wirklich vorankommen wollt. Und genau. Danke fürs Video, Alex. Hat Spaß gemacht. Danke, hat wieder Spaß gemacht. Und euch sehen wir nächste Woche wieder. Bis dann. Whoa.